Seit Mitte der 1990er Jahre verstärken die Länder Lateinamerikas wieder den Abbau von Rohstoffen. Die Nachfrage wächst in den alten Industrieländern, vor allem auch in China. Der Export für den Weltmarkt steigt, das steigert die Preise. Die Länder mit linken Regierungen nutzen das neuerdings als Chance, den Abbau der Rohstoffe stärker unter staatliche Kontrolle zu bringen. Mit den Mehreinnahmen finanzieren sie Entwicklungs- und Sozialprogramme. Dieses Wirtschaftsmodell wird als Neo-Extraktivismus bezeichnet. Mehr Menschen bekommen dadurch Zugang zu Bildung. Die Gesundheitsversorgung verbessert sich. Und die extreme Armut konnte in den betroffenen Ländern halbiert werden. Soweit die Erfolgsgeschichte. Leider gibt es dadurch aber auch negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Politik. Die unmittelbare Abhängigkeit der Staaten und ihrer Förderprogramme vom Weltmarkt und seinen Preisen steigt. Der verstärkte Rohstoffabbau, wie zum Beispiel im Bergbau und in der Ölförderung, schädigt die Ökosysteme Lateinamerikas. Durch die Abholzung von Wäldern für Sojaanbau und Viehwirtschaft werden Natur- und Lebensräume zerstört. Die biologische Vielfalt nimmt ab. Pestizide verschmutzen Wasser, Luft und Böden. Große Viehherden setzen klimaschädliches Methan frei. Die negative Entwicklung betrifft auch die lokale Bevölkerung. Großunternehmen und Regierungen ignorieren ihre Landrechte und vertreiben sie. Sie verlieren ihre Einkommensmöglichkeiten und ihre natürliche Lebensgrundlage. Durch die Verschmutzung nehmen Krankheiten zu. Wer den Neo-Extraktivismus kritisiert, hat es schwer. Kritikerinnen und Kritiker werden schnell zu Gegnern einer sozialen, gesamtgesellschaftlichen Entwicklung erklärt. Die Folge: Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten werden marginalisiert. Und grundlegende demokratische Teilhaberechte gehen verloren. Durch die Stärkung der Zentralmacht sinken auf lokaler Ebene die Möglichkeiten der Partizipation. Häufig verlieren auch die Parlamente an Einfluss, während die Macht der Präsidenten wächst. Entscheidungen werden zunehmend von oben nach unten durchgesetzt. Vermeintliche Mehrheitsinteressen werden gegen Minderheitenrechte ausgespielt. Doch die Ursachen dieser negativen Entwicklung liegen nicht allein in Lateinamerika. Es sind vor allem die Länder des globalen Nordens und die Schwellenländer wie China, die als Abnehmer der Rohstoffe Verantwortung tragen. Ihr Produktions- und Konsumverhalten ist die treibende Kraft, die hinter der globalen Zerstörung der Umwelt und der Sozialsysteme steht. Deshalb müssen die Alternativen weltweit entwickelt werden. Gesucht wird ein zukunftsfähiges ökonomisches Modell. Ein Modell, das ressourcenschonend wirtschaftet und das die soziale und die ökologische Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt.